Ciao zusammen, ich bin Jörg und wir haben neue Spieler. Jedoch nicht jetzt kraken, denn Amri will den Spieler einfach nicht abgeben. Klar, wenn ich einen Top-Spieler anbiete, würde es anders aussehen. Das mache ich selbstverständlicherweise nicht. Ich probiere das so irgendwas herzukriegen. Vielleicht klappt es irgendwann mal im Verlauf dieser Saison. Wer haben wir denn gekriegt? Wir haben den Larry Leger von Fribourg-Gottereau uns können holen. Der wird aber im ersten Match mit Sicherheit noch nicht eingesetzt, denn das ist eine Vereinbarung bei dem Trixie. Er darf nicht gegen sein Ex-Team antreten. Ob er im nächsten Spiel wird sein, wahrscheinlich eher weniger. Er muss sich zuerst noch ein bisschen aufschaffen oder Glück haben, dass sich ein anderer Top-Verteidiger verletzt. Der Miro Zrid oder auch Zrid, keine Ahnung, wie sich der ausspricht. Auf jeden Fall ist das unsere zweite Neuverpflichtung von der SL Tigers. Stosser zum EV-Zug. Er ist ein weiterer Verteidiger und er wird heute in den beiden Spielen seine Bewährungsprobe haben im zweiten Verteidigungsblock. Ob er es packt oder nicht, das wirst du nur erfahren, wenn du beide Matches, also das komplette Video, anschaust. Ich bin gespannt, wie das wird heute sein. Ich freue mich auf beide Matches. Bevor wir jedoch mit den Matches anfangen, habe ich noch einen weiteren Punkt, den du dir unbedingt reinziehen musst. Und zwar geht es um das letzte Grisha Yeti, grüß dich! Video. Wenn du das noch nicht siehst, such es unbedingt rein, denn dort spricht der Punkt an, weil wir haben ja miteinander die 1000 Abonnentengrenze knackt. Wir sind jetzt sogar schon über 1200 Mann, Frau starke Yeti Army. Richtig geil. Also nochmal ein fettes Dankeschön an jeden Einzelnen da draussen. Es geht jedoch eben um das Abo-Special, wo ich doch noch möchte eigentlich machen. Es ist jedoch an einer Bedingung geknüpft, und zwar, ich möchte von euch wissen, möchten ihr das wirklich? Und du kannst mir das zeigen, indem das Grisha Yeti grüßt dich. Video. Ich verlinke es noch unten und auch hier oben, wie vom i. Da ist schon der einfachste Weg, um auf das Video zu kommen. Das muss einfach am meisten Likes von allen Videos kriegen, die es bisher gehalten haben. Das muss so um die 70 oder 80 mindestens herkriegen. Davon sind wir doch noch recht weit entfernt. Das heisst, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann zieh dir das rein und gib dem Video einen Daumen nach oben, wenn du natürlich ein Abo-Special von mir sehen möchtest. Okay, Entschuldigung, ich habe noch einen weiteren Punkt, aber wir starten bald mit der Action auf dem Eisfeld, weil diesen Punkt spreche ich auch in dem Grisha Yeti grüß dich Video an. Und zwar geht es um TubeCon. Die findet ja am 29. Dezember im Hallenstadion Zürich statt. Also wenn du mich möchtest mal persönlich kennenlernen, dann komm doch auch an die TubeCon. Tickets kriegst du bei TicketCorner. Ich werde das unten da in der Videobeschreibung noch verlinken. Aber Achtung, das ist noch nicht alles betreffend TubeCon. Nein, in den nächsten paar Tagen wird noch ein weiteres Video rauskommen, wo ich ganze 2 Tickets verlosen werde zu dieser TubeCon. Ich freue mich richtig auf das Event und ich würde mich noch mehr freuen, wenn ich dich dort live sehen würde. Also, sucht das Video rein, wenn du noch mehr Informationen hast. Jetzt will ich gar nicht länger labern, denn wir werden jetzt endlich Action sehen, und zwar auf dem Eisfeld. Somit herzlich willkommen zum ersten Spiel EVZ gegen Fribourg-Gottereau. Und Fribourg greifen es da direkt an. Ja, sie kommen direkt in den ersten Angriff. Und der erste Abschuss wird jedoch pariert. Erster Angriff von Zug. Pass kommt an, unser Topscorer kommt aber nicht richtig zum Schuss. Kommt der Pass retour. Oh, wir haben schieben, wir können schiessen an der Pfosten. Nein! Endlich wieder mal ein Angriff von uns. Sehr schön. Kommt Pass, Schuss. Und was für eine Parade. Und der Abpraller wird trotzdem verwertet. Wir führen mit 1-0. Aber was ist das für eine heftige Szene gewesen? Hammerparade, Abpraller zum Glück auf der Dominik Lammer, der zum 1-0 verwerten kann. Scheiße, das wird verdammt gefährlich. Oh mein Gott, haben wir Glück gehabt, dass dem der Stock bricht. Zweites Drittel, Fribourg greift an. Wir können nicht von der Scheibe trennen. Und unser Goalie, der Tobias Stefan, saved. Scheiße, wir verlieren das wichtige Bulli. Zum Glück schießt er über das Goal. Fribourg drückt extrem auf den Ausgleich. Und da ist er gerade. 1-1 für Fribourg. Wenn ich ehrlich bin, ist es nicht ganz unverdient. Jetzt dürfen wir einfach nicht gerade das nächste Goal kassieren. Oh, nein, der kommt immer nur ein Tempo. Oh, oh shit, der kriegt freie Schussbahn. Und der Stefan mit einem Hammer safe. Jetzt holen wir uns einfach die Führung. Komm. Nein. Wir sind im letzten Drittel. Wir können angreifen, aber das war nichts. Vielleicht jetzt mit dem. Ja, oh, nein, wie kann er das nicht machen? Wir müssen Unterzahl spielen. Fribourg greift da schön unseren Goalie. Pariert, er pariert zum zweiten, er pariert zum dritten Mal. Oh, was für ein Fehlpass da von Fribourg. Können wir das ausnutzen? Was noch ein Spieler mitkommt, wo er kommt, einer mit. Wir drücken ab und wir machen es 2-1. Da ist am Goalie komplett Sicht weggenommen. Was für ein Hammerkonter. Wir führen wieder mit einem Tor Vorsprung. Wir brauchen ein weiteres Goal und da haben wir die Chance. Wow, was für ein Check. Oh, oh, Scheiße. Oh, Tobias Stefani. Was für ein Pass, was für ein Pass. Komm, mach's,
Nein, was bin ich scheiße vor dem Goal. Oh, schön gemacht, Pass kommt, Schuss, wird aber pariert. Letzte Minute läuft, Freiburg hat den Goalie rausgeholt, die Scheibe, jawohl, wir haben sie, sehr schön, und jetzt der nächste Pass, perfekt, und ins leere Goal. Da haben wir die Entscheidung, 3:1 für den EV Zug, yes. Freiburg hat natürlich weiter hinter den Goalie raus. Freiburg macht noch eine weitere Kiste, unglaublich. Sie sind wieder auf ein Goal dran, aber 4,4 Sekunden, das sollten wir doch herkriegen, um noch halten. Wir haben es natürlich können halten und gewinnen so mit dem ersten Match mit 3:2 gegen Fribourg-Gottéron. Was für ein geiler Match. Ich freue mich schon auf den zweiten und der startet jetzt. Oh mein Gott, jetzt haben wir sogar der SC Bern daheim bei uns in der Bossard Arena. Erster Angriff gehört aber einfach zu. Nein, leider doch nicht. Haben wir jetzt gerade Chance, es sieht sehr gut aus, wir können Schüsse abprallen. Nein, der Genoni kann es parieren. Der SCB müssen wir eigentlich unbedingt schlagen, denn sie sind aktuell auf Platz 2. Oh, fast ein Eigengoal. Wir machen uns das Leben wieder einmal mehr schwer. Wir spielen in Unterzahl unter Bader. Wir haben einen riesen Safe. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass dort einfach abgedruckt wird und sie das 1:0 erzielen. Was läuft da, ey? Ich will doch kommentieren und dann passiert einfach so ein random Goal. Wir holen uns jetzt aber gerade raus. Komm, Pass, Schuss. Nein, Genoni, du Hund. Komm, das wird unser Goal. Das wird unser Goal. Pass kommt nämlich an. Nein, Genoni kommt dazwischen. Wir können am Abdruck und Genoni pariert. Wir sind im zweiten Drittel. Bisher ist noch nicht gross gelaufen. Vielleicht jetzt, komm. Nein. Ich spiele so schlecht. Ich komme einfach nicht durch. Der SCB macht zum Glück da nicht 2:0. Somit müssen wir jetzt im dritten Drittel richten. Wir haben Chance. Oh, komm. Nein, das gibt's doch nicht. Ich würde euch so gerne mehr Szenen zeigen, aber es gibt es einfach nicht. Vielleicht jetzt mit dieser Chance. Nein, der Genoni pariert das. Jetzt brauchen wir den Ausgleich. Komm, holen wir uns jetzt den Ausgleich. Komm, wir holen uns Pass. Schuss. Nein. Jetzt haben wir unseren Goalie draussen. Wir gewinnen das Bulli. Komm, Schuss. Nein, der Genoni pariert es. Nein. Fuck, da macht es der SCB jetzt 2:0 ins leere Goal. So bitter, hey. Gibt es noch den Ehrentreffer? Natürlich gibt es den nicht. Wir verlieren den zweiten Match gegen den SCB mit 0:2. Sehr, sehr bittere Niederlage. Aber Niederlage ist Niederlage, genauso wie der erste Match. Ein Hammer-Sieg ist. Mir hat es wieder richtig Spass gemacht. Wenn es auch dir Spass gemacht hat, dann vergiss nicht, meinen Channel kostenlos zu abonnieren. Und natürlich dem Video einen Daumen nach oben geben. Das wäre richtig nice. Jetzt bin ich auf jeden Fall am Ende angekommen. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!